Am 23. März hat in der Kulturfabrik Kofmau ein Benefizkonzert für die Ukraine zugunsten des Schweizerischen Roten Kreuz stattgefunden. Auftreten sind die fünf Solothurner Bands The Ladybirds, Simple Voicing, EVL, The Opposite und Blinktext. Solothurner Bands spielen für die Ukraine. Wir sind jetzt im Backstage vor dem Anlass von diesem schönen Benefizkonzert und bei mir ist der Mann von Kofmau, der Booker, der Stefan Wicker. Merci für die kurze Zeit. Und ja, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Vielleicht kannst du kurz erklären, was eigentlich zu diesem Konzert geführt hat. Ja, das ist eigentlich mega unkompliziert zustande gekommen. Ich habe eines Tages ein Telefon bekommen von Angela Bettiti und sie hat mir von ihrem Vorhaben erzählt, dass sie und Dennis Meier zusammen möchten ein Benefizkonzert zugunsten von Flüchtenden aus dem Ukraine-Konflikt raus etwas auf die Beine stellen. Ja. Das ist so ein typisch, oder, für das Kofmau. Es ist so, man kann seine Ideen bringen und meistens seid ihr sehr spontan und sagt, ja, dann machen wir das. Oder wie läuft man? Muss man das vorstellen? Ja, in dem Fall ganz sicher. Ich glaube, es keine Sekunde müssen überlegen, um hier eine Zusage zu machen. Ich finde vor allem auch in so einer Situation, wenn das von Solothurn-Bands auskommt in Solothurn, ist das mega wichtig, dass wir hier diese Plattform bieten und als Austragungsort ins Spiel kommen. Neben dem musikalischen Zeichen für die Solidarität und dem Frieden ist am Publikum eine breite Palette vom Solothurner Musikschaffen gezeigt worden. Please don't make me wait again. Die spielen heute ein Benefizkonzert zugunsten von Flüchtenden, aber auch von Menschen in der Ukraine. Was hat dich bewogen, gratis hier aufzutreten für das Konzert? Es sind die beiden, die das organisiert haben, Danji und Dennis, auf uns zugekommen. Und wir haben von Anfang an sehr gute, tolle Sache gedacht. Und für uns war klar, dass wir hier mitmachen werden. Obwohl wir gar nicht gewusst haben, wie der Rahmen ist und wie viele Songs wir spielen können oder wer alles mitmacht. Aber es war klar, dass wir hier helfen. Für den heutigen Auftritt haben wir das aktuelle Repertoire vorgenommen. Das heisst, wenn wir ein Konzert hatten in den letzten paar Monaten, dann haben wir genau die Songs gehabt, die wir jetzt heute zum Besten geben. Ja, Stichwort Ausblick. Wie geht es bei euch weiter? Gibt es schon konkrete Daten, wo die neue Tour anfängt? Ja, also wir haben Premiere-Daten haben wir schon geplant. Das wird am 25. 26. November im Alten Spital stattfinden. Und wir werden dort sicher auch weitere Infos geben. Wir machen immer eine kleine Tournee. Das folgt nachher noch. Durch den Obenvieren werden wir zwei. Das sind Dennis Meier. Ich bin Angela Bediti. Wir sind zwei Sangkastenfreundinnen und wohnen in Solothurn. Organisiert haben wir den Anlass zusammen mit der Kulturfabrik Kofmau. Und der Einsatz und die Bereitschaft des Kofmau-Team ist einfach jetzt schon mal einen ersten riesengroßen Applaus wert. Merci vielmals. Für diese Veranstaltung und in Abspruch mit dem Schweizerischen Roten Kreuz haben wir auf ukrainische Farben und auf ukrainische Flaggen verzichtet. Sie wollen hier keine politische Stellung nehmen, sondern den betroffenen Leuten vor Ort helfen, egal von wo die Menschen kommen. Bei mir sind jetzt die Organisatorinnen von heute Abend, Angela Bediti und Dennis Meier. Merci vielmals, nehmt euch kurz Zeit für das Interview und natürlich auch für die Organisation für den Anlass. Danke auch. Genau, wie ist das zustande gekommen? Ich habe gehört, dass sie recht eine spontane Sache war. Ja, genau. Das war so. Wir sind daheim gehockt, haben beide, sind eine Zeit daheim. Wir haben beide ein viele Nachrichten geschaut, haben die Schicksalsschläge alle gesehen. Sie waren extrem betroffen von dem allem zusammen und wir sind sehr gute Freundinnen, telefonieren relativ viel zusammen und haben uns das gegenseitig erzählt, weil es uns eben, wie gesagt, sehr betroffen hat und haben gefunden, ja, da muss man etwas machen. Zuerst ist es im Raum gestanden, ja, was kann man da einfach so spontan und schnell organisieren. Es war jetzt wirklich sehr kurzfristig alles zusammen
Und dann sind wir auf die Idee, das Benefiz-Konzert zu organisieren. Die Angela ist da musikalisch sehr bewandt. Und ja, dann ist das nachher recht schnell so zustande gekommen. Mit dem Kaufmann zusammen haben wir sie angefragt und sie sind super schnell dabei gewesen, was mega toll war. Stichwort Bands, auch das hätte ja sehr schnell passieren oder ist sehr schnell passiert. Man hat hier vier andere Bands gefunden, du bist selber in einer Band. Hast natürlich darum auch ein bisschen Kontakt an. Ja, also ich habe gerade gewusst, wer ich fragen könnte. Genau. Lustig war noch, dass wir die Bands angefragt haben und ich am Schluss gedacht habe, ups, unsere Band habe ich noch gar nicht angefragt. Einfach mal fix damit gerechnet, dass das klappen könnte. Ja, dann ist das eigentlich, sie haben alle gerade sofort zugesagt. Gesagt, sie seien voll dabei. Sogar Sachen abgesagt, dass sie dabei sein können. Also, das ist wie völlig reibungslos gelaufen und ohne Diskussion. Mega toll. Mhm. Ja. Vielleicht kannst du noch kurz den Modus so ein bisschen zusammenfassen von heute am Abend. Wir haben fünf Bands. Mhm. Damit das nicht ewig dauert, nehme ich an, hat jede Band nur ein begrenztes Zeitfenster. Wir haben, wie gesagt, jede Band hat wie 20 Minuten eine carte blanche, wo sie wirklich machen können, was sie wollen. Ob sie das mit nur Songs oder ob sie noch etwas spielen oder so, also wie Theater oder so, das ist ihr Programm, das ist ihr überlassen. Und ja, sie haben einfach 20 Minuten diese Zeit und dann gibt es fünf sehr abwechslungsreiche Programme, habe ich das Gefühl, ja. Genau, man kann das auch noch erklären und auflösen. Du sagst spielen, weil es hat darunter auch Formationen, ja, die nicht nur singen oder nicht nur Musik machen, sondern auch noch quasi eine Art Gabarett machen. Dazu. Ganz genau, es hat wirklich solche, die ein fix einstudiertes Programm haben, genau, auch so ein bisschen mit Sketch oder so. Und das soll auf jeden Fall Platz haben, das ist sehr cool, sehr abwechslungsreich. Ja. Nur noch 100 Mal schlafen. Die Band Blinktext hat mit Solothurner Mundart-Songs das Publikum begeistert. Nur vor dem Schmerz hat dir dein Warten ja noch immer verschont. Sag mir die Band, wenn nicht du. Der Anlass ist ein bisschen speziell. Spielt das jetzt nicht mehr bei euch im Kopf eine Rolle? Dass man weiss, eben im Hintergrund steht der Konflikt, also etwas, was wirklich niemand lustig findet natürlich, was wirklich tragisch ist. Oder ist jetzt eigentlich mehr die Freude, die überwiegt, gleich, dass man spielen kann? Ja, ich denke, es schwingt beides auf eine Art gleichzeitig mit. Es ist schön, dass wir mit dem, was wir so in einem Kellermungen machen, jetzt vielleicht etwas können. Oder einen kleinen Tropfen auf einen heißen Stein geben können. Dass es vielleicht dort eine Entspannung gibt. Mhm. Ja. Mhm. Allgemein sind natürlich auch die letzten zwei Jahre sehr spezielle Zeit gewesen mit dieser ganzen Pandemie. Wenige Auftritte für alle. Ihr habt die Zeit kreativ können nutzen. Ihr habt nämlich ein Album geschrieben und produziert. Genau, das war das, weil wir einfach nicht auftreten konnten. Und wir hatten gleich mega Lust auf Spielen. Wir haben uns dann einmal in kleineren Kombinationen getroffen. Und die Ideen sind auch gleich so rausgesprudelt. Und eigentlich das, was so ein bisschen rausgesprudelt, das wäre wie schade, wenn man es nicht vom Boden zusammenlesen würde. Und wir denken, wir füllen dann halt gerade ein grosses Becken und haben ein Album gemacht. Ja. Auch mit von der Partie war die A Cappella-Band EVL gewesen. Hier ist jetzt EVL bzw. zwei Mitglieder von diesem doch eher grossen Cast. Alle hatten auch nicht Platz gehabt. Der Andi und Julia sind hier. Merci vielmals. Nehmt ihr euch kurz Zeit. Danke auch. Ja, ich habe es schon kurz angesprochen. Das Benefizkonzert geht heute über die Bühne mit fünf Solothurner Bands, die spielen, um Geld zu sammeln für flüchtende Menschen, aber auch für die Unterstützung von Leuten in und außerhalb der Ukraine. Was hat dich dazu bewogen, hier zu spielen heute am Abend ohne Gage, die ihr bekommt? Also, wir haben natürlich in den vergangenen Wochen wahrscheinlich alle die Bilder gesehen und die Berichte gehört aus der Ukraine. Und es ist natürlich eine menschliche Tragödie, wo man natürlich immer sich die Frage stellt, kann man etwas machen? Oder? Man hat zwei Hängen, wie gross ist die eigene Reichweite, um etwas selber zu bewirken in dieser Sache? Wenn man sich halt auch vorstellt, wie wäre das, wenn das jetzt plötzlich vor der eigenen Haustür wäre, wenn man selber mal betroffen wäre von so einer von so einer Tragödie. Wie ist es das von der Gefühlslage her? Es ist ja schon noch eine spezielle Situation, oder? Es hat einen ganz tragischen Hintergrund. Wir sind alle so ein bisschen immer noch fassungslos oder manchmal eben noch ein bisschen hilflos. Gleichzeitig soll das auch eine coole Show werden heute oben. Was überwiegt jetzt hier? Ist es mir gefreut, dass man etwas selber beitragen kann? Oder ist immer noch so ein bisschen, auch ein bisschen Schmerz dabei, wenn man denkt, ja, erst stehen wir auf der Bühne, weil dort so schlimmes Zeug passiert? Ja, auf jeden Fall. Und gleich habe ich das Gefühl, müssen wir wie schauen, dass wir das Positive behalten und probieren dort eigentlich jetzt mit den Mitteln, die wir können unterstützen und dürfen unterstützen und
auf jeden Fall trägt in dem Sinn halt auch das Traurige sehr viel mit. Mhm. Aber ja, gleich habe ich das Gefühl, auf eine Art positive Zahl da oben auch hingehen. Mhm. Auf eine Art auch. Mhm. Genau. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blown reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. He made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day we cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie boogie bugle boy of Company B. Das Ganze ist recht spontan passiert. Eben innerhalb von ein, zwei Wochen ist das plötzlich auf die Beine gestellt worden. Was natürlich toll ist, was auch für eure Spontanität spricht. Wie ist es so mit dem Programm? Hättet ihr da einfach etwas aus dem Ärmel schütteln oder wie ist das gegangen? Ja, es ist recht speziell, weil wir in dieser ganzen Corona-Geschichte eigentlich gar keine Band mehr gehabt. Und dann ist die Anfrage gekommen und wir haben schon ein bisschen darüber geredet, dass man eine neue Band braucht, wir haben auch jemanden gehabt. Und dann haben wir so wie gefunden, ja, jetzt ist es recht kurzfristig, können wir jetzt überhaupt die Person anfragen? Und da ist alles so ein bisschen in den Sternen gestanden und darum sind wir mega froh gewesen, dass das nachher alles wirklich auch mit dem neuen Pianist so gut kurz funktioniert hat. Und darum haben wir dann eigentlich unser Programm können. Also wir haben sich zusammengestellt und er hat jetzt quasi müssen uns anpassen. Und wir freuen uns aber durch das natürlich auch sehr fest drauf, jetzt auch gerade nach diesen zwei Jahren mal wieder etwas können zu machen. Ja. Also wirklich doppelt und dreifach spontan bei euch. Genau. Der Abschluss gemacht hat das Trio von der Band «The Opposite». Town, it dawned upon me, this is not the place I used to call home. As if overnight, when I was sleeping, all new walls and defenses had grown. Was hat dich bewogen, wie ist dazu gekommen, dass ihr heute oben da seid? Du kannst vielleicht etwas dazu sagen, du kennst die Leute besser. Ja, dann übernehme ich vielleicht am besten. Ja, ich habe mit der Angela Petiti, einer der Organisatoren, früher schon Musik gemacht und bin im gleichen Dorf aufgewachsen, in Riedholz, und mit der Dennis auch in der Primarschule. Also das haben wir dort so ein bisschen Kontakt gehabt und haben uns natürlich extrem gefreut, dass wir gefragt wurden für so eine, also einerseits cool wieder live zu spielen nach Pandemie, was ja wahrscheinlich schon oft behandelt worden ist in diesen Interviews. Und aber jetzt auch für einen guten Zweck natürlich, das dürfen machen, ist top. Ja, auch das Gefühl, oder der Ausgangspunkt von diesem Konzert, eigentlich eine riesige Tragödie, was passiert, wo immer so ein bisschen manchmal fassungs- oder hilflos macht. Ist das jetzt in den Köpfen so bei euch? Oder wie geht es euch so gefühlsmässig, wenn ihr an den Auftritt denkt? Natürlich ist es, ja, es ist eine spezielle Ausgangslage. So, und ich glaube, das also ja, die ganze Situation ist etwas, das mich täglich irgendwie begleitet. Also wo in allen möglichen Situationen ich wieder daran denke, was es eigentlich da für eine Situation ist. Also das wird erst so langsam wirklich kommen, dass es für uns spürbar wird, wenn man Leute kennenlernt, die da angeflüchtet sind oder so. Also wir haben uns auch gemeldet, ich und meine Familie für jemanden aufzunehmen oder so, mit Kindern eventuell. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also ich glaube, das wird erst langsam wirklich spürbar für uns. Aber ich meine, die Bilder, die man sieht und einfach der Wahnsinn, der da läuft, das ist irgendwie, das lässt einem schon recht fassungslos. Und das beeinflusst alles im Moment. Also. Am Anlass haben alle mitgeholfen und gespendet, sodass beim Benefizkonzert der stolze Betrag zusammengekommen ist von 11.111 Franken! Bands wie auch dir, alle vom Kaufmau, arbeiten heute gratis, habe ich gelesen. Wie schwierig oder einfach ist es gewesen, Leute zu finden, die heute im Einsatz stehen und hier den Anlass unterstützen? Ja, also ich glaube, so schnell wie wir den Anlass auf die Beine gestellt haben, so schnell haben wir auch Leute gefunden, die mithelfen und gratis arbeiten. Also auch das ist mega cool von allen und Solidarität bei den Bands
bei der Bevölkerung und auch bei unserem Team, die ist, glaube ich, riesig und das merkt man auch. Der Clou am Ganzen ist, oder das Schöne ja auch, es werden Spenden gesammelt heute Abend. Es geht eigentlich das ganze Eintrittsgeld, 30 Franken kostet so ein Ticket, geht als Spende an das Schweizerische Rote Kreuz, gell, Denise? Ja, genau, das ist so. Wir haben uns sehr Gedanken gemacht, was für Organisationen also wir mit einbeziehen wollen, ob es zwei sollen sein oder eine Organisation. Und nachdem was wir wirklich zusammen diskutiert und geredet haben, haben wir uns dann für das SRK, also das Schweizerische Rote Kreuz, entschieden. Unter anderem auch, weil sie eine neutrale, politisch neutrale Organisation sind. Das heisst, sie helfen den Leuten vor Ort, egal von wo sie kommen. Mhm. Und nicht nur in der Ukraine, sondern auch in den angrenzenden Ländern. Und das haben wir sehr schön gefunden. Genau, und haben wir uns dort informiert. Wir haben Kontakt aufgenommen mit dem Schweizerischen Roten Kreuz. Und jetzt hat das geklappt und sind wir sehr froh darüber.